Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Creighton. Willkommen zum letzten, dritten und letzten Teil meines Specials, in dem ich euch meine Masters of the Universe Hörspielsammlung zeigen will. Ja, wenn alles nach Plan läuft, dann wird diese Folge am 27.12. online gehen. Das heißt, Weihnachten ist vorbei. Daher habe ich mich auch hier mal mir eine andere Kopfbedeckung angezogen. Die Serie lief ja von 1982 bis 87. Die ersten 30 Folgen habe ich euch ja schon präsentiert. Und ja, man muss sagen, dann war auch der Höhepunkt der Serie vorbei, also verkaufszahlentechnisch. Die Verkaufszahlen brachen ein, sodass es dann, dass die Folgen, die ich euch jetzt zeige, gar nicht mehr in einer hohen Auflage erschienen sind. Dementsprechend sind die folgenden letzten 7 Folgen auch, ja, die werden heute sehr teuer gehandelt, wenn man die sich jetzt noch holen will. Das habe ich schon mal gesehen. Die Preise dafür sind sehr hoch mittlerweile, weil es davon eben nicht mehr so viel gegeben hat. Ja, zum Finale haben sie sich noch mal was ausgedacht, storymäßig. Hier in Folge 31, die Pyramide der Unsterblichkeit, haben wir zum ersten Mal den Fall, dass es hier einen Zweiteiler gibt, sich also eine Story über zwei Kassetten zieht. Ich hatte ja vorher erzählt, dass die auch vorher schon immer mehr hingegangen sind und Rückgriffe auf alte Folgen gemacht haben, also erwähnt haben, was ist in alten Folgen passiert, und das greifen wir auf. Aber erstmalig war das dann ein echter Zweiteiler hier, der in Folge 32 dann sein Ende fand, der Meisterzauberer. In diesen beiden Folgen ist wieder eine neue Figur eingeführt worden mit Multibot. Das ist auch so ein ähnlicher Charakter wie Modulok, den wir eben schon hatten. Also so eine Figur, die sich in zwei Figuren, die du in zwei Figuren teilen kannst. Und wenn du beide Figuren hattest, konntest du die sogar kombinieren. Leider habe ich Multibot selber nicht, sonst könnte man daraus so ein Monster machen. Eine sehr schöne Folge. Erneut hat Orko einen sehr starken Auftritt. Hier wahrscheinlich so insgesamt seinen wichtigsten und seinen stärksten Auftritt. Und mit der nächsten Folge, Folge 33, das Zauberschwert des Bösen, wurde dann das Finale eingeläutet. Das ist der Beginn eines fünfteiligen Story-Arcs, der sozusagen ja scheinbar Skeletors endgültigen Sieg darstellt. Also He-Man verliert sein Zauberschwert und Skeletor gewinnt den Kampf, erobert Eternis, die Hauptstadt der Masters of the Universe. In Folge 34 im Reich der Schrecklichen geht es dann also weiter. Da verlassen wir auch nochmal Eternia. Da muss He-Man und Co., die müssen in den Hyperraum. Also die hatten dann schon ziemlich coole Ideen. Das war sehr interessant, eine ganz andere Welt, um das Zauberschwert zurückzuholen. Hier sehen wir auch auf dem Cover diesen Snowsprout, den ich schon mal erwähnt habe. He-Man wieder mit der Zauberrüstung und Orko. Ja, dann schaffen die das natürlich mit dem das Schwert zurückzuholen. Allerdings Skeletor weiterhin an der Macht. Skeletor, König von Eternia, Folge 35. Ja, He-Man und Co. müssen sich nach Snake Mountain, also Skeletors alter Burg, zurückziehen. Und gehen sozusagen in den Widerstand. Eine sehr große Storyline, wie gesagt, die dann weitergeht in Folge 36 in den Krallen des Bösen. Auch wieder ein ziemlich cooles Cover, wie ich finde. Ja, und das geht dann weiter und findet dann sein Finale in der letzten Folge, Folge 37, Das Geheimnis der schwarzen Irrlichter. Und diese Kassette
habe ich bei Amazon schon für 40 Euro gesehen. Also für eine Kassette schon ordentlicher Preis. Ja, da kommt es zum Endkampf. Und das ist dann wirklich auch das Finale, weil dann die Popularität so stark gesunken ist, dass sie die Serie eingestellt haben. Also nicht ganz. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt diese Folge 1 bis 37. Es gibt noch eine Folge 0, die mir fehlt. Das war so eine Werbefolge, so eine halbe Stunde, wo so ein Junge von der Erde nach Eternia kommt und da werden ihm alle Charaktere so vorgestellt. Das kann man ja auch auf YouTube nachhören. Ist aber nichts Tolles. Und dann gab es noch eine Folge He-Man, ich glaube He-Man, die neue Dimension oder die neuen Abenteuer. Denn um das Franchise zu retten, haben die dann praktisch He-Man und Skeletor in den Weltraum versetzt und mit ganz neuen Figuren, also nur die beiden Charaktere blieben von den alten über. Diese Folge, inoffiziell die Folge 38, ist aber als Folge 1 dieser neuen Serie damals rausgekommen. Die habe ich nicht mehr. Diese Storyline habe ich als Comic, aber auch da bin ich bei den Comics damals ausgestiegen. Das hat mich dann nicht mehr so interessiert. Insgesamt bleibt zu sagen, dass diese Serie bis heute oder eine meiner absoluten Lieblingsserien, wenn nicht meine Lieblingsserie im Hörspielbereich ist. Die Serie hat durchaus ihre Logikfehler gehabt. Das liegt daran, dass gerade in den ersten Folgen hatten die noch nicht so viel Hintergrundinfos aus Amerika, was die einzelnen Charaktere angeht. Und da haben die sich selber was ausgedacht. Im weiteren Verlauf kamen dann immer mehr Informationen, sodass sich einige Sachen dann verändert haben. Zum Beispiel der Geist von Castle Grayskull war in den ersten Folgen noch eine männliche Stimme. Später wurde daraus ja die weibliche Soa, die sich ja auch in diesen Adler verwandeln kann. Oder Teela, die am Anfang noch Herrin von Eternia genannt wurde. Später war sie einfach die Tochter von Man at Arms und sozusagen Chefin der Leibwache. Das sind so Veränderungen, die es dann gab. Teilweise eben gab es auch einige Logikfehler. Die haben mich damals allerdings nicht gestört. Und heute im Nachhinein, wenn ich weiß, warum das so war, eben aufgrund der fehlenden Informationen, stört es mich noch umso weniger. Ja, das war dann so jetzt auch das Finale. Jetzt immer durch. Über Likes und Kommentare würde ich mich freuen. Wer von euch hat die Serie auch gehört damals? Wer hat die noch? Wie fandet ihr die? Insgesamt, was habt ihr mit Masters of the Universe zu tun? Habt ihr die Figuren gehabt? Lest ihr die aktuellen Comics? Habt ihr von damals noch Comics? All sowas würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch wie immer einen schönen Tag wünsche. Bis dann. Ciao.